Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 3. Ohne lang zu schnacken, fortsetzen, weiter geht's. Mal schauen, was uns heute erwartet. Warte mal, ich hab jetzt das Ding und ich hab das Teil. Für was ist der Würfel bitte gut? Der muss ja hier ohne für was da sein. Aber für was? Wir gucken uns mal die Trolle an. Ich habe keinen Joker. Aber ich habe einen Mechanismus gefunden. Cool. Für was ist der? Hier, fürs Buch. Nein. Ja, aber was für ein Buch? Ich erkenne kein anderes Gerät zu bedienen. Okay. Ja, anscheinend. Entweder wir müssen noch ein Buch finden. Hier waren wir ja schon. Das ist nichtig. Nö. Na gut, dann gehen wir zurück und setzen das Dreieck mal hier drauf. Also die Pyramide. Ach, wieso sag ich schon mal Dreieck? Das wird jetzt die Tür da hinten bestimmt werden. Oder auch nicht. Okay. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel und ein komisches optisches Gerät. Das kommt da drauf. Ah. Das macht er mir nicht. Okay, das muss bestimmt in die Mitte kommen. So. Und so. Nächste Tür ist offen. Wo auch immer die da oben hin verschwindet. Es tut mir leid, wenn ihr mich gerade gegen gehört habt, aber... Ja, ein Eik ist müde. Zettel, hier. Für die fleißigen Leser, pausieren und lesen bitte. So... Hier gibt es erst einmal nichts.
Das heißt, als erstes zum Stromkasten gehen. Und hier wieder einmal alles überbrücken. So. Und fertig. Wow. Das ging schnell. Wo geht's jetzt hin? In... Ach, das Haus am Meer, wo der Pier steht. Cool. Lol. Das, nee, das mit dem Wasserrad, das kriege ich jetzt erst mit. Wir sind... So, im Tutorial waren wir auf diesem wunderschönen Tisch, den ich für meine Kinder gerne möchte. Wo halt das Zeug nach oben kommt, die ganze Insel. Und auf dieser Insel befinden wir uns gerade. Interessant. Diesem Baum befindet sich etwas. Ja, ich würde gern wissen, was. Ja, komme ich nicht ran. Noch nicht. Hier ist wieder sowas. Ein Telefon. Oh Gott, was war die Nummer? Ich glaube, da müssen wir irgendwann nochmal zurück in den Raum gehen. Ja. Irgendwas mit 1795 oder so war das doch, glaube. Ich hätte mir das mal aufschreiben sollen. So, hier natürlich alle Hebel wieder nach oben. Und den Knopf drücken. Und ab zum Stenograf. Wow. Das hätte man mir vorher sagen müssen, dass ich gleich bleiben muss. Na dann. Jo. Da sind wir in der, was, ich weiß gar nicht, was das für ein Haus ist mit dem Wasserrad. Eine Mühle ist es nicht, die hat kein Windrad dran. So, hier ist wieder ein Zettel für die fleißigen Leser unter euch. Ihr wisst Bescheid. Eine Lederschatulle, die kann man nämlich aufmachen, habe ich gesehen. Aha. Ein Zünder. Hier fehlt ein bisschen was, okay. Kann ich denn das bitte schön drehen? Weil jetzt ist das Ende bei mir hier am Monitor. Hier unten ist was.
Okay, bitte was? Was? Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Okay, damit beschäftige ich mich ein andermal. Wir gucken mal hier oben. Ist ganz oben eventuell was? Nein. Das geht auch nicht. Nein. Was ist das da? Ah, ein Zünder. Ich verstehe das ganze Prinzip hier gerade nicht. Gibt es hier noch irgendwas anderes? Hier ist noch was. Auf jeden Fall haben wir einen Schlüssel. Okay. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht. Ja. Ah. Der Zinner kommt dann dort oben bestimmt rein. Ja. Okay. Ach du. Muss ich mir jetzt die Schlüssel hier nachgießen lassen? Pfeil, zwei Knubbel. S, Pfeil, zwei Knubbel. S, Pfeil,
2 Knubbel. Und jetzt? Oh, ich brauche noch Gold. Oder irgendwie sowas. Okay. Das ist gerade ein bisschen sehr komplex hier. Also müssen wir doch hier als erstes was machen. Aber was? Ich habe einen Metallschlüssel gefunden. Er öffnet vermutlich ein Standardschloss. Also das da. Nee. Hä? Stopp. Ein Schloss? An der Falltür in der Ecke ist ein. Wo ist eine Falltür? Wow. Wow. Ja, genau so. Und jetzt? Ah. Ja. Und weiter weiß ich nicht. Stopp mal, ich hab doch hier eine Metallstange. Kann ich die hier oben reinstecken? Rangehen bitte. Meine Güte. Hallo? Geht nicht. Unten in der Eisenkiste sind mehrere Tasten aufgetaucht. In welcher Eisenkiste? Unten in der Eisenkiste. Ist hier eine Eisenkiste drin? Nö. Unten an der Eisenkiste sind mehrere Tasten aufgetaucht. Hä? Hier komme ich ja nicht raus. Nee. Und da hinten auch nicht. So, wo ist hier eine Kack-Eisenkiste? Das ist auch keine Kiste, aber... Haha! Okay.
Jetzt muss ich erstmal dahin und das einrasten lassen. Interessant. So. 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 Und wenn ich jetzt da, wenn da jetzt die Treppe nach unten geht, dann fresse ich einen Besen, weil dann ist dort eine Eisenkiste. Nö, keine Treppe nach unten, sehr gut. Irgendwie muss das doch festzuklemmen gehen. Beziehungsweise ich muss da irgendwas drauflegen. Eine Schachfigur gefunden. Ein Teil wird von der Maschine fixiert. In der Schreinerei ist eine Holzklappe an der Wand. Wozu dient die wohl? Ah, hier. Was? Alles klar. So, aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Das ist wirklich sehr komplex. Also, ja. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.